Also es ist so, dass wir alle 2 Jahre eine Ausstellung haben. Und das Thema der Ausstellung haben wir mit einem besonderen Kreis erarbeitet. Kassel ist da in besonderer Weise so der Vorreiter gewesen, aber auch die Kirche und Kulturgruppe. Und dieses Thema Gehen oder Bleiben haben wir eben gemeinsam erarbeitet. Und alle 2 Jahre haben wir eben dieses Thema. Weil diese Kirche sich dafür eignet. Sie hat viele weiße Wände, es ist Platz, man kann etwas hinhängen. Es gibt hier Menschen, die Lust haben, sowas zu organisieren. Und es gibt eine Gemeindeleitung, die das attraktiv findet und unterstützt. Ich habe eine Installation gemacht aus einzelnen Schuhen. All diese Schuhe habe ich im Laufe der letzten 1,5 Jahre gesucht und irgendwo gefunden. Und ich denke, jeder Schuh erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte vom Gehen. Irgendein Mensch ist damit irgendwo hingegangen. Irgendwann haben der Schuh und der Mensch sich getrennt. Und es gibt natürlich auch Bilder, wo so Sammlungen, viele Schuhe zusammen sind. Manchmal sehe ich die vor Wohnungen. Menschen ziehen ihre Schuhe aus, wenn sie irgendwo bleiben wollen. Dann brauchen sie sie nicht. Es stellt eine zerrissene Person dar. Eine Person, die nach links hin schaut und nach rechts hin geht. Inspiriert ein bisschen durch diesen Liedtext. Kopf sagt ja, Herz sagt geh. Diese Zerrissenheit in der Entscheidung, will ich gehen, will ich bleiben, wohin will ich gehen, die habe ich versucht in diesem Stück darzustellen. Der Künstler Hans-Joachim Hugenroth möchte mit seinem Spiegelkarussell klar machen, dass man an jedem Ort, an dem man ist, sich wieder anders wahrnimmt. Wenn wir uns hier einmal im Kreis drehen, sehen wir uns immer anders. Und je mehr Menschen hier drin sind, finde ich, desto interessanter ist es dann. Und ja, und das ist so seine Intention. Und dann hat er außen, von außen noch die Bilder. Aber wenn Sie sich jetzt mal sich selber auch umschauen, man sieht sich in jedem Spiegel etwas anders. Schon sehr interessant.